Uhr nachts war ich mit euch, ne? Ja, ungefähr, Dann ja. bin ich nach Hause gefahren. Also Er hat ich wusste sich im Hotel. ausgehalten, Glaubst wenn ich fragen darf, so lange mit ihm? du mir, er hat vielleicht in diesen 11 Stunden 17 Wörter nur rausgehauen? Das glaube ich nicht. Ich schwör's dir auf alles, was mir herrlich ist. Also ich erzähle euch, was passiert. Ich bin in Er ist Berlin. eigentlich ein ganz ruhiger, ein ganz ruhiger. Wir sind in Berlin angekommen. Ich war mit Halladi, einer Person im Halladi, Hotel. Mit dem Engel, war ich im Hotel. Am nächsten Tag, ich stehe auf, Engels Gesicht. alle sind weg. Ich höre nur noch, an die Tür klopft jemand und weiß, was er schreit. Sie müssen raus! Sie müssen raus! Schauen Sie auf die Uhr, Sie müssen raus! Check-in vor einer Stunde, ich muss raus. Er schreit mich an, er kann kein Deutsch. Er sagt zu mir, raus, raus! Ich so, okay, ciao. Dann ich war draußen, dann habe ich Yasser angerufen mit Ahmed. Okay, Ja, guck. Yasser, die haten bei dir voll, gell? Nein. Bei mir? Ja, über mich. Nein. Nur. Ich weiß nicht wieso, egal mit wem ich live gehe, immer werde ich im Live von den anderen gehatet. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Nein, wirklich nicht. Das Ich ist schwöre. TikTok, alles gut. Ich Auf jeden schwöre. Fall. Guck mal, hier, guck. Was wir haten. Nein. Die schreiben nein. Was wir haten. Nein, Mann. Hier, der nächste sie wieder. Nein, Mann. Guck doch mal rein mit deinem zweiten Handy. Ich habe nur mein Arbeitshandy, aber das Keiner stimmt. redet über dich. Tom, alles gut, ich glaube dir, ich glaube Tamam, dir. bist du Türkin? Ja. Aha, Wieso okay. schaue ich nicht aus wie eine Türkin? Nein, Nee. überhaupt nicht. Echt? Was hättest du gedacht, woher ich komme? Latinamäßig. Wieso sagt das jeder? So, Kommst du aus einer Brasilien? Baumtänzerin meistens? Brasilianin? Ja, das höre ich ganz oft. Brasilianerin, aus Kolumbien, Ja, Kuba. Perserin. Solche Sachen. Nee, also guck mal, ich möchte Warum? euch nicht eure kostbare Zeit Warum bist du noch nicht stehlen. verheiratet? Wie bitte? Warum bist du noch nicht verheiratet? Weil ich 3 Jahre eine Beziehung hatte, die aber dann nicht mehr geklappt hat. Warum, wenn ich fragen darf? Die Materie ist viel zu tief, um das jetzt zu erklären. Kurzformat. Hat einfach nicht gepasst. Wenn in einer Beziehung Respekt nicht vorhanden ist, dann geht das nicht. Stark. Stark. Und da war kein Respekt mehr. Nein. Also, ich hab's versucht, aber wenn ein Mensch 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre nicht draus lernt, das wird dann auch immer so bleiben, weil wenn einmal diese Hemmschwelle überwunden wurde, dann gibt's kein Zurück mehr. Wenn einmal wieso lachst du so? Nein, Alice schreibt du mit deinen Heiraten. Es ist einfach so, wenn einmal diese Hemmschwelle, wie nennt man das? Ich kann das jetzt nicht so formulieren. Auf jeden Fall, wenn du die einmal überschritten hast und Respekt weg ist, das kommt nie wieder. Aber die Frage ist, wie hat das, warum ist das, Wieso das überhaupt weggegangen ist? warum ist der Respekt weggegangen? Guck mal, ich habe da eine Teilschuld mit im Sinne von, wenn jemand mit dir respektlos redet und du lässt das mit dir machen und du zeigst ihm nicht, dass er nicht mit dir so reden kann, dann denkt diese Person, ah, okay, ich kann das weitermachen, okay? Weil ich habe immer meinen Mund gehalten und dieser Mensch hat das dann als normal irgendwann gesehen, verstehst du? Und irgendwann mal war das Normalität, wenn man sich gestritten hat, dass immer sehr schlimme Worte gesagt wurden und wenn man dann halt gesagt hat, hey, rede nicht so mit mir, rede nicht so mit mir, das ist hier rein und da wieder raus, weißt du, das war nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, das ging dann irgendwann fast 3 Jahre und sobald dann die Eltern mit einbezogen werden, also in diese Respektlosigkeit, da war vorbei, da habe ich dann die Beziehung beendet. 3 Jahre warst du mit ihm zusammen. Hast du ihn geliebt? Hat er dich geliebt? Aber er hat eine leichte Macke, der hat geistigen Schaden ein bisschen. Ja, und das hast du gefeiert. Ja. Warte, was? Was einmal? Ja, auf jeden Fall. Was machst du hier? Nichts, ich chill parallel mit Jasper. auf jeden Fall. Ich habe damals auch TikTok zum Ja, Beispiel gemacht. Leute, ja, ich bin ja, Leute. Was? Guck mal, was macht der? Lass ihn. Barfuß und Schlappen. Ja, Leute, ja, hier, Guck mal, und du willst mir sagen, der ist hier, normal? Schlappen.
Keine Socken, hier, ja, Leute, ja, hier. Hier, Leute, hier, ohne Socken, hier. Hier, Leute, hier im Schnee, ohne Socken, hier. Einmal hier. Und du willst mir sagen, Yasser, dass, dass er normal ist? Ja, der ist normal, glaub mir. Ist das ein normales Verhalten? Herr Barella, zeig, wie normal du bist, Kletteraufbau. Ja, bitte. Kletteraufbau. Ja, ich soll dich fragen, Yasser, ob du verheiratet bist. Nein. Wieso? Oh, ich habe noch nicht die richtige gefunden. Du hast noch nicht die richtige gefunden? Barella, wieso bist du noch nicht verheiratet? Bei dir da in der Psychiatrie gab es da keine? Nein. Ja. Ist gerade beschäftigt. Er muss auf willst du auf Baum klettern? Warte, ich bin gerade draußen, barfuß. Wieso musst du barfuß? Also Barella, ich verstehe dich nicht, ehrlich. Er weiß, das stärkt sein Immunsystem. Das ist normal. Ja, du kannst auch einfach Knoblauch essen, das stärkt auch dein Immunsystem. Ja, aber. Ja, ich war barfuß draußen im Schnee, ja. Was sind das für Zehen? Die sind ja so lang wie meine Finger. Kannst du sie nochmal zeigen, bitte? Pablo, ich habe noch nie so lange Zehen gesehen. Barella, zeig dir mal nochmal, bitte. Hallo, Barella. Warte, wenn er da durchläuft, ist immer stumm jetzt. Zeig mal nochmal deine Zehen, bitte. Nein. Bitte. Nein. Geek-Fan. Nein. Barella. Da ist was in der Luft. Ich merke sowas. Theo, bist du da? Was redest du da? Ich hab nichts falsch. Sie mag dich. Sie mag dich. Guck mal, ich mag Menschen, die einen geistigen Hänger bisschen haben. So diesen Knacks hier oben haben. Ja. Aber niemals in eine, also niemals für eine Beziehung. Warum? Nein. Guck mal, wenn ich mit Barella, wenn ich mit ihm zusammen bin. Erklär dir mal was. Nicht jeder, der dir zeigt im Live, dass er einen Knacks hat, der hat einen Knacks. Ja, aber wäre ich mit Barella zusammen zum Beispiel, ich glaube, ich würde mich selber einweisen, freiwillig. Meinst du? Ja, ich glaube, irgendwann bekomme ich so einen Knacks, dass ich mich freiwillig einweisen lasse. Okay. Deswegen, ich glaube eher nicht. Aber guck mal, Leute, ich habe keinen Akku mehr, mein Handy geht jetzt gleich aus. Okay. Da muss ich essen, da muss ich in 6 Stunden aufstehen und arbeiten. Was arbeitest du? Kann ich hier nicht sagen. Wie? Also nichts Schlimmes, aber wenn ich meine Arbeit sage, dann weiß jeder... Aber wenn du jetzt nicht sagst, dann denken alle, dass es was Schlimmes. Nein, das ist nichts Schlimmes. Ich arbeite in einer Firma, in einem Unternehmen. Aber wenn ich das jetzt genau sage, dann weiß jeder genau, wo ich arbeite. Siehst du, wie ich rausbekommen habe, sofort, wo du arbeitest, in einem Unternehmen. Aber warum? Verstehe ich nicht. Ist das schlimm? Ja. Ist das schlimm, was du arbeitest? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich arbeite schon seit 6 Jahren da, aber ich habe damals den Fehler gemacht und habe das auch gesagt, wo ich arbeite. Ja, Malito. Damals habe ich das gesagt. Ja, und ich habe gemerkt, das ist nicht so eine gute Idee gewesen. Okay, warum? Was ist passiert? Ja, es gibt halt kranke Menschen und so. Du weißt ja nie, wer dann dir Probleme machen will. Ach nee, wirklich? Gibt es die? Ja. Wusste ich nicht, danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt weißt du, warum sind die Kommentare eingefroren? Ja, sind deine Zehen eigentlich nicht eingefroren? Nein. Kann das sein, dass du irgendwie ein bisschen auf Füße stehst? Nein. Kann das sein? Nein, guck mal, ich sag dir ehrlich, bei Frauen finde ich das sehr wichtig, dass sie gepflegte Füße haben. Ja. Also gemachte Fußnägel zum Beispiel. Und Männer? Ja, schreib mal was. Warum sind die Kommentare so eingefroren? Müssen das bei Männern sein? Bei Männern, die müssen einfach nur gepflegt sein. Ach so, also wie meine Füße. Also zum Beispiel, kennst du diese Fußnägel, wo dann so Dreck darunter ist? Das geht gar nicht. Tja, das geht echt gar nicht, alter Schalter. Ja, und so ganz schiefe Zehen finde ich jetzt auch nicht so. Also du meinst indirekt Barella damit? Wie bitte? Du meinst Barella damit. Habe ich jetzt nicht gesagt. Schaku, wieso nennst du mich Kaffee? Ich habe doch gar nichts gemacht. Kaffee? Ey, bei mir ist alles eingefroren, Jatter. Ja, Barella, dein Gehirn ist auch eingefroren, krass. Meine Zuschaueranzahl und so, das ist einfach alles gleich. Und Kommentare auch. Was machst du, ja? Ich mache mir was zu essen, guck mal. Ich esse jetzt auch was, Leute. Also Leute,
Barella, also, ich wünsche dir viel Glück auf der Suche nach deiner neuen Frau. Ja, ja, raus jetzt! Ey, guck, dass er wieder mit mir redet. Barella, sag doch mal ein schönes Wort, komm. Nein, schau mal, was du sagst und nein. Und ich... Versuch es doch, versuch es. Aber gemein, ich sag dir ehrlich, richtig gemein, was du machst. Aber ist okay, Barella. Ich nimm's dir nicht übel. Tamam. Kein Problem. Ja, das hat mich sehr gefreut. Okay, pass auf dich auf. Barella, die Folge ist ja eh schon. Ich hab dir jetzt auch gefolgt einfach, Yasser. Sie alles ist gut. Was? Sie ist neugierig. Weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall, Leute, schön live euch noch. Ich gehe jetzt schlafen. Okay, ciao. Ja, ciao. Danke. Ja, Barella, was willst du? Bei mir ist alles eingefroren. Barella, warum kannst du nicht normal reden? Sag mal ehrlich. Nein, die war voll respektlos zu mir. Was für respektlos? Sie hat doch ganz normal geredet, Mann. Warum kannst du nicht normal reden, Barella? Wie normal? Normal, normal, wie ein normaler Mensch. Das geht nicht. Walter, mach mal ein Match, weil bei mir ist alles eingefroren. Nimm mal kurz an. Guck mal, was für ein Spinner. Hä, warum aber? Hä, ich sehe gar nichts. Hä, tippen gerade bei dir Leute? Was? Bei mir geht alles gut. Hä, bei mir. Ich schwöre, schau, wenn ich lüge, schau. Ich zeig dir.